Dein Schritt. Schön, dass ihr da seid, hier vor Ort am Livestream, auch am Campus Marzahn. Toll, dass es euch gibt und ihr euch versammelt parallel zu uns. Ja, auch euch ein Applaus. Die nächsten Wochen, jetzt im März auf jeden Fall, bis zum Ostersonntag, wollen wir ein bisschen so über die Herrlichkeit Gottes, über Gebet reden und wie das Orte, Familien, Regionen, Städte, Nationen verändert. Ihr habt es gerade gehört, am 28.3., also diesen Monat, feiert unser Gebetshaus 7. Geburtstag. Also da, seitdem beten wir Tag und Nacht und das ist ein richtiges Geschenk. Auch dafür können wir dem Herrn einmal einen Applaus geben. Tag und Nacht Gebet. Und ihr werdet hören die nächsten Tage, wir werden dann auch eine Gebetsnacht machen von Donnerstag, dem Geburtstag, auf Karfreitag für die, die da sind und Lust haben und einfach Gott in dieser Nacht suchen und ihm die Ehre geben und ihn groß machen. Amen. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen mit euch reden heute. Und die Predigt hat den interessanten Namen, ohne Gebet kein Durchbruch. Und ich möchte mit einem Zitat starten von Sam Storms. Das ist ein Theologe, ein Mann, der viel über verschiedenste Themen lehrt. Und ich habe es euch mal mitgebracht. Ihr könnt es durchlesen oder mitlesen. Ich habe es so ein bisschen frei übersetzt. Erste Folie. Lass niemals zu, dass du durch folgende Gedanken getäuscht wirst, als ob dir Gott ohne Gebet das geben würde, was er versprochen hat, nur durch Gebet zu geben. Okay, lassen wir es erstmal sacken. Schaut nochmal. Lass niemals zu, dass du durch folgende Gedanken getäuscht wirst, als ob dir Gott ohne Gebet das geben würde, was er versprochen hat, nur durch Gebet zu geben. Wenn es so da steht, also lassen wir es mal noch stehen. Stimmt das? Ist das präzise? Ist das übertrieben? Keine Ahnung, weiß noch wie früher, wenn du so einen Zettel rübergegeben hast, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Darfst du mir überlegen, also stimmt das? Ist das prägnant? Ist das übertrieben? Kann man das so nicht sagen? Dürft mal kurz innerlich euch so eintunen, scannen. Vielleicht weißt du noch gar nichts über Gebet, vielleicht bist du ganz frisch im Glauben oder vielleicht bist du das erste Mal hier und hast doch gar kein inneres Bild, wie Gott mit Gebet handelt oder nicht handelt. Ich möchte in den nächsten Wochen, nicht nur ich, auch andere, dazu ein paar Dinge sagen und manches auch heute ist ein bisschen zugespitzt formuliert. Manchmal muss man es so betonen und dann gibt es trotzdem noch eine Wahrheit hier, die das abrundet, aber heute möchte ich in eine Richtung etwas mit euch anschauen. In Jakobus 4, Vers 3, nächste Folie, da steht, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Okay, also ihr habt nichts, kann man beides übersetzen, weil ihr nicht bittet. Okay, nächste Folie, Matthäus 7, umgekehrt, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Das klingt doch gut, oder? Eins unserer Kinder hat sich ein besonderes Telefon gewünscht, so in der letzten Weihnachtszeit. Und dann haben wir so verschiedene Sachen überlegt, haben gemerkt, naja, das haut nicht wirklich hin. Und der hat so eine Gnade, da dran zu bleiben. Einfach dran zu bleiben, sagen wir es mal so, bei seinen Eltern. Aber manchmal bewegt er uns damit, aber manchmal auch nicht. In dem Fall haben wir gemerkt, nee, für dieses Jahr ist das einfach nicht dran. Aber innerlich, halt, komm, wir schauen trotzdem mal. Lass uns mal hier schauen, lass uns mal bei eBay gucken oder dieses oder dieses. Oder schau, lass uns mal da, was es kostet. Und dann wird gerechnet und geguckt und gemacht. Also da ist ein unbedingtes Wollen. Und aber bei all dem Wollen haben wir gemerkt, nee, das haut wirklich nicht hin für dieses Jahr. Das machen wir nicht. Gut, hat er auch akzeptiert. Dann kommt jemand auf uns zu, so um die Weihnachtszeit in einem verschiedenen Kontext, Gespräch und so weiter und sagt, hey, ich schenke euch dieses Telefon und diese Modellreihe, was wirklich in die Richtung ging, was unser Kind wollte und noch besser. Und dann hatten wir plötzlich dieses Telefon da. Und dachte ich, okay, ist das jetzt für ihn oder sollen wir, also nicht für mich, nicht für uns, aber wegen unseren Kids. Oder sollen wir es einem anderen Kind schenken von uns, weil es auch ein Telefon bräuchte? Ja, und dann haben wir es erstmal liegen lassen, haben auch gar nichts gesagt. Also Weihnachten ging ins Land. Wir hatten ja Sachen schon gekauft. Der Januar kommt. Und dann hat unser eines Kind eben
mit jemandem aus der Gemeinde, irgendwie ist darüber ins Gespräch gekommen, dass er sich ja dieses Telefon wünscht, so aber dieses andere, also was er gesagt hat ursprünglich, aber dieses niedrigere Modell. Und dann sagt eine Person aus der Gemeinde, ja komm, da beten wir für und wir beten nicht nur für dieses Modell, sondern wir beten für dieses andere Modell. Und zwar genau das, was wir geschenkt bekommen haben, was diese Person aber nicht weiß. Und dann kam unser Sohn nach Hause und hat gesagt, wir haben heute gebetet, dass ich dieses Modell bekomme. Und ich so, okay, also es geht mir jetzt überhaupt nicht um Telefone, sondern der Bittende empfängt. Rat mal, wer das Telefon jetzt hat und sich freut. Also der Bittende empfängt. Und das ist natürlich viel breiter als Telefone, aber ihr habt auch nichts, weil ihr nicht bittet. Okay, in welchem Rahmen? Wir lesen auch, wenn ihr Jakobus weiterlest, die Stelle, die wir davor hatten, da heißt es auch, ja, und manche von euch empfangen nicht, weil ihr falsch bittet, nur um es in euren Gelüsten zu verschwenden, was der Heilige Geist damit sagen möchte. Er liebt es, sagt auch der Psalmist, hab deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn allerdings deine Lust nicht am Herrn ist, dann sind Gebetserhörungen können auch eine Gefahr sein. Und das sagt Jakobus, deswegen empfängst du nicht, weil du lebst nur aus Gebetserhörungen und deine erste Lust, deine erste Begeisterung soll was anderes sein. Amen. Aber wer seine Lust am Herrn hat, da geht schon einiges. Okay, mir ist ganz wichtig, dass ihr über Gebet, über Gebetserhörungen und was geht nicht, ein bisschen nachdenkt. Hier lesen wir, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Also, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet und hier der Umkehrschluss, wenn ihr bittet, dann werdet ihr finden. Das Wort, was im Griechischen ganz oft für Bitten steht im Kontext von Gebet, ist das griechische Wort aiteo. Müsst ihr euch nicht unbedingt merken, aber was es bedeutet, ist wirklich ein wörtliches Bitten. Es ist aber auch ein leidenschaftliches Bitten, also ein wirklich etwas unbedingt haben wollen. Es kann sogar betteln übersetzt werden, also so bitte, 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 bitte. Auch ein Verzehren, also ein inneres wirklich es wollen. Es kann wünschen bedeuten, ich wünsche mir das, und es kann sogar einfordern bedeuten. Also nochmal, wer einfordert, wer bettelt in dem Sinn, nicht weil er so niedrig ist, sondern dieses unbedingt etwas haben wollen, wer etwas leidenschaftlich begehrt, wer bittet, der wird empfangen. So sagt das Wort Gottes. Mir persönlich, wenn wir uns mit dieser Frage jetzt beschäftigen, also stimmt es, dass Gott manche Dinge, die er ans Gebet gebunden hat, dass wir sie nicht bekommen, wenn wir nicht beten, diese ein bisschen sehr zugespitzte Aussage. Stimmt es? Kann man das so sagen? Stimmt, in welchem Kontext stimmt es? Mir hilft so eine ganz pragmatische Herangehensweise von Paulus im Neuen Testament, im 1. Thessaloniker 2, Vers 18. Bevor wir es lesen, kurz der Kontext. Wenn ihr im Neuen Testament mal lest, so die Briefe, die Paulus oder die anderen an die Gemeinden schreiben, dann gibt es ganz oft Dinge und Paulus schreibt ganz oft, bittet, dass ich euch geschenkt werde. Bittet, dass es klappt, dass ich zu euch komme. Und da könnte man denken, naja, das kannst du ja einfach machen. Aber Paulus verknüpft ganz konkrete, praktische Dinge, die zustande kommen sollen, ganz oft mit Gebet. Und hier sehen wir eine Situation, wo er beschreibt, dass etwas nicht geklappt hat. 1. Thessaloniker 2, Vers 18. Er sagt, ich wollte eigentlich zu euch kommen. Ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Aber Satan hat mich daran gehindert. Also Paulus sagt, eigentlich hatte ich den Plan, eigentlich hatte ich es in die Wege geleitet, eigentlich wollte ich das tun, aber der Feind hat mich daran gehindert. Und dann lesen wir andere Stelle, Philemon, ist ein Buch mit nur einem Kapitel, Vers 22, da heißt es hinter mir, zugleich aber, wieder eine Aufforderung, bereitet mir eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Also Paulus verknüpft ganz praktische Dinge, Missionsreisen, dieses und jenes mit, hey, betet dafür. Es gibt Dinge in unserem Leben, große Dinge, ewige Dinge, kleine Dinge, entscheidende Dinge, zutiefst geistliche Dinge, ganz praktische Dinge, wie gerade vom Telefon gehört, die verknüpft Gott mit einem Leben von Gott bitten, etwas leidenschaftlich begehren, etwas einfordern, sich etwas wünschen und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Okay. Kolosser 4, Vers 12, weitere Bibelstelle. Eine meiner Lieblingsbibelstellen. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu,
der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Schau mal, hier haben wir etwas, was eindeutig Gottes Wille ist. Also, die Gemeinde soll vollendet werden. Die Gemeinde soll erkennen, was Gottes Wille ist. Du sollst wissen, was Gott für dich vorbereitet hat. Du sollst erkennen, was der große Plan Gottes ist. Insgesamt, aber auch für dein Leben, für deine Familie, für deine Berufung und so weiter und so fort. Und hier sagt Paulus, hey, es grüßt euch mein Freund Epaphras. Und Epaphras denkt sich nicht, naja, wenn es Gott will, passiert es eh. Weißt du, die Gemeinde soll stark werden, die Gemeinde soll wissen, was Gott will. Das will Gott eh, dann passiert's. Sondern Paulus sagt, Epaphras weiß, was Gott will. Und weil Epaphras weiß, was Gott will, ringt er in den Gebeten, dass es passiert. Er sagt, ich weiß, dass Gott will, dass ihr seinen Willen erkennt. Ich weiß, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Damit diese Dinge geschehen, bete ich und ich ringe in den Gebeten. Wir lesen im Epheserbrief, hey, ihr sollt eine Offenbarung der Liebe Gottes haben. Okay, wer glaubt, dass Gott uns leidenschaftlich liebt? Amen. Wer glaubt, dass Gott will, dass du weißt, dass er dich leidenschaftlich liebt? Okay, und noch eine Frage. Und wer glaubt, dass Gott möchte, dass du es richtig spüren kannst, dass Gott dich leidenschaftlich liebt? Yes. Und da könnte man sich denken, naja gut, Gott, dann mach's einfach, du bist ja Gott. Aber das ist, wo Paulus betet. Ich bete unablässig, dass ihr Offenbarung bekommt über die Breite, die Tiefe, die Weite, die Länge der Erkenntnis übersteigenden Liebe Gottes. Er sagt, Gott liebt euch. Gott will, dass ihr wisst, dass er euch liebt. Gott möchte, dass ihr es spüren könnt. Und dann sagt er, naja, dann mach halt Gott. Sondern er sagt, deswegen ringe ich in den Gebeten. Deswegen stehe ich im Gebet ein, dass das, was Gott will, auf Erden, in deinem, in meinem Leben, in unseren Familien, dort, wo wir wohnen, in unserem Umfeld, an jedem Standort, dass die Dinge, die Gott tun möchte, wirklich passieren. Amen. Noch etwas. Eine Stelle, wo es eindeutig ist, was Gott will. 1. Timotheus 2, Vers 1. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Bitte mal noch nicht weiterlesen. Das Erste und das Wichtigste. Unser Slogan als Gemeinde, unser Motto, auf der Homepage kann man es lesen, wir sind eine Gemeinde, die Tag und Nacht anbetet und betet. Das Erste und Wichtigste. Weißt du, Lehre ist wunderbar, Kurse sind super, Live-Groups sind toll, Spieletage, wo wir Family bauen und Gemeinschaft haben miteinander, wunderbar. Du kannst auch beten, dass du gewinnst übrigens, Klammer zu, aber gut. All diese Dinge sind wunderbar, an denen ist nichts falsch. Aber das Entscheidende, sagt das Wort Gottes, muss durch Gebet geboren werden. Ich habe heute Morgen, als ich für den Gottesdienst gebetet habe, gesagt, Herr, ich bete, dass ich das gut rüberbringen kann durch Lehre. Und es ist toll, wenn du sagst, boah, die Predigt war gut und ich habe die verstanden und die hat mich inspiriert. Toll, wenn du heute Mittag begeistert bist. Aber das reicht ja nicht. Ich bete, dass das, was ich heute predige, ein Same ist, der in deinem Herzen aufgeht, dass dieses Gebetsleben in dir wächst und herangreift und stärker wird. Und ich weiß, dieses Entscheidende passiert nicht durch überredende Worte, durch eine tolle Predigt oder noch eine Präsentation, sondern das Reich Gottes besteht durch Erweisung von Geist und Kraft. Die entscheidenden Dinge müssen von Gott, durch Gott geboren werden. Und Ausdruck davon, dass ich das weiß und glaube, ist, dass ich es nicht, dass ich nicht zuallererst meine Zuversicht, meine Hoffnung, die Gewissheit auf mich richte, sondern dass ich mein Leben im Gebet ausrichte, damit das, was du und was wir brauchen, was wir als Gemeinde brauchen, das bringe ich im Gebet vor Gott, damit Gott in uns wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Amen. Also das Erste und das Wichtigste ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, also unsere Aufgabe kann man mal unterstreichen, dass wir mit Bitten, mit Flehen und mit Danken für die Menschen eintreten, und zwar jetzt für alle, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, für Regierende, für die, die eine hohe Stellung einnehmen. Warum? Damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Noch nicht weiterlesen? Nur ein Hinweis, betet für unsere Politiker, betet für unsere Regierenden, betet für Menschen in Verantwortung, in der Wirtschaft, in den Medien, im sozialen Bereich. Flucht nicht, lästert nicht, redet nicht schlecht, sondern betet, segnet, betet, dass Gottes Wille geschieht. Amen. Warum? Sehr egoistisch, damit wir
als Christen in unserem Land, dort wo du arbeitest, dort wo du wohnst, dort wo du bist, ein gottesfürchtiges, stilles, unverfolgtes Leben leben kannst. Amen. Vers 3. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Vers 4. Denn er will. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Hey, das will Gott. Könnte man sich wieder denken, ja, dann mach es. Der Herr sagt, ja, Gott zeigt uns, was er möchte. Und dann gibt er uns eine Verantwortung, im Gebet mit ihm übereinzustimmen, dass das, was Gott möchte, im Großen, im Allgemeinen, in unseren Städten, Nationen, aber auch in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren eigenen Herzen, in unserer Gemeinde, in deinem Umfeld, dort, wo er dich hingesetzt hat, auf deiner Arbeitsstelle, in der Kita, damit das, was Gott will, in deiner Kita, in deiner Schule passiert. Amen. Herr, wenn es da viel Streitereien und Mobbing gibt, dann sollst du wissen, was das Herz Gottes ist. Und dann sollst du durch Gebet, durch Bitten und Flehen und Ringen die Dinge umsetzen, dass sie hier auf der Erde geschehen. Amen. Also folgender Satz, nächste Folie. Wenn Gott es will, dann wird er es schon machen. Das wäre so der Umkehrschluss von dieser These von Sam Storms. Wenn es Gott will, dann passiert es eh. Ist ja Gott. Das ist eine falsche Souveränität. Nächste Folie. Das stimmt so nicht. Das stimmt nicht. Wir geben Gott manchmal eine Souveränität, wir geben Gott, Gott ist souverän, Gott kann tun, was er will und in seinem Tun können, was er will, hat er sich entschieden, sich an Stellen zu begrenzen und zu sagen, ich tue es, wenn du betest. Das hat er in seiner Souveränität entschieden. Er hat in seiner Souveränität sich beschränkt und eingeschränkt und uns, dir und mir Verantwortung gegeben. Wir sehen das in einem Psalmwort, Psalm 115, 16. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. So hat Gott sich's gedacht. Er herrscht im Himmel. Er sagt uns, was er möchte. Er möchte seine Gedanken mit uns teilen durch sein Wort, durch Prophetien, durch Träume. Er möchte, dass wir wissen, was er will. Und dann ruft er uns, dass wir mit ihm im Gebet übereinstimmen, damit die Dinge auf Erden passieren können. Amen. Das ist wie, wenn ich dir mein Haus gebe und sage, ey, das ist jetzt deins. Es war mal meins, aber jetzt sage ich, ey, ich gebe dir die Verantwortung darüber. Du darfst das Haus halten, also wenn, es ist ja schon bei einem Vermieter so, wenn er sagt, ey, du darfst dort jetzt wohnen, es ist dein Haus, mein Vermieter kann nicht einfach reinspazieren in unser Haus und sagen, ey, ich komme mal duschen jetzt. Das ist jetzt mein Haus. Ich muss ihm die Tür öffnen, ich muss sagen, ja, du darfst das. So, das ist ein Bild. Gott hat uns die Erde gegeben. Er sagt, ich möchte mit Errettung kommen. Ich möchte mit Heilung kommen. Ich möchte mit Transformation in der Medienbranche kommen. Ich möchte in der Wirtschaft dieses und jenes tun. Ich möchte durch euer Land, durch eure Politiker das und das durch Deutschland bewirken. Er möchte, dass wir hören, was er möchte. So demütig hat Gott sich gemacht. Und dass wir dann als Menschen übereinstimmen und sagen, ja Herr, ja, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist keine Beschäftigungstherapie. Es ist nicht, dass Gott es eh machen könnte. Weißt du, ja Gott, du machst das ja eh, aber toll, dass wir was zu tun haben. Sondern dein Gebet, your prayer matters. Dein Gebet macht einen Unterschied. Gott hat sich in seiner Souveränität beschränkt und er möchte, dass wir mit ihm einstehen. Für die Gemeinde, für die Familie, für dein eigenes Herz, für Gesundheit, für Heilungen, für dieses und für jenes. Amen. Nächster großer Punkt. Entwickle deine oder eine Geschichte im Gebet mit Gott. Also entwickle eine Geschichte mit Gott, mit Gebetserhörungen. Dass du eine Story hast, wo du weißt, ja, ich weiß, wie Gott mit mir redet und zu mir redet und wie Gott mich im Gebet gebraucht. Ich möchte ein paar Stories euch einfach jetzt kurz erzählen. In dem Jahr, quasi das Jahr, bevor ich zum Glauben gekommen bin, ich war im Natürlichen nie weiter weg von Gott als in diesem Jahr. Ich war in so viel Lüge, in so viel Täuschung, in so viel Finsternis, in so viel Sünde gefangen. Das war ein Punkt, wo meine Eltern waren gläubig, wenn da Lobpreis im Haus war. Ich war so aggro, dass ich zu meiner Mama manchmal gesagt habe, boah, ich kann es nicht mehr hören, kannst du das nicht ausmachen? Ich war voller Ärger, was das Ganze angeht. Meine Mutter hat so ein Zitat irgendwo mal gelesen. Es gibt eine Zeit, da redest du mit deinem Kind über Gott. Und dann gibt es eine Zeit, da redest du mit Gott über dein Kind. Und sie hat gemerkt, es war so ein Zeitpunkt, wo sie nichts mehr zu mir gesagt hat. Und sie hat angefangen zu beten. Da gab es so Müttergebetskreise und sie sollten drei Punkte festmachen, für die sie präzise, konkret beten. Und sie hat gebetet,
dass Gott sich mir in der Schöpfung offenbart. Sie hat gebetet, dass ich Sündenerkenntnis bekomme. Und sie hat gebetet, dass jemand meinen Weg kreuzt, der meine Sprache spricht und mich irgendwie einlädt und mir das Evangelium weitergibt. Und in diesem Jahr davor, ich war weg, ich war nicht mehr greifbar für meine Eltern. Ich hatte einen super coolen VW-Bus, bin mit dem gereist, in jeden Ferien, war nur unterwegs, war mit Freunden, Arbeit, Schule, ich war kaum zu Hause, ich wollte nichts davon hören. Aber in dem Jahr, ich habe, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, einen Zettel gefunden, wo diese drei Punkte drauf standen. In dem Jahr, bevor ich zum Glauben gekommen bin, bin ich an keinem Sonnenuntergang, an keinem Meer, an keinem Bergpanorama mehr vorbeigekommen, ohne dass es mich innerlich fast zerrissen hätte. Ich habe das gesehen und dachte, das ist alles so schön, so bezaubernd, so wunderbar. Ich habe was gespürt von Ewigkeit, was ich aber nicht wusste, dass es Gott oder Jesus ist. Aber in meinem Herzen ist etwas aufgebrochen, nicht durch überredende Worte, sondern weil Gott den Gebeten von Mamas nicht widerstehen kann. Amen. Wirklich, ohne Wenn und Aber. Das Zweite ist, dass ich so politisch eine Richtung hatte und dachte, ich weiß genau, warum die Welt aussieht, wie sie aussieht und wer schuld ist und wo die Probleme liegen und was die anderen alle falsch machen. Und ich habe in diesem Jahr davor immer mehr gemerkt, Alter, du bist Teil des Problems. Ich habe mich gesehen, habe gemerkt, also ich konnte es noch nicht so richtig zulassen, aber Stück für Stück habe ich mitbekommen, ey, du verurteilst Dinge, du richtest andere Leute, du lehnst das ab, aber ehrlich gesagt bist du kein Stück besser. Das ist einfach immer mehr in mich hineingekommen. Und dann, drittens, lerne ich mit einem Freund zusammen, ich Ethik und er Religion. Er ist auch nicht gläubig zum damaligen Zeitpunkt, heute schon. Und er liest mir ein Zitat von C.S. Lewis vor, die Quintessenz ist, du kannst nur an Gott glauben, wenn er sich dir offenbart. Dienstagabend. Mit diesem Satz gehe ich nach Hause. Es war wie eine Antwort auf eine Frage, die ich nicht gestellt habe. Dann liege ich abends im Bett, denke mir, und fange an zu reden, komme mir total lächerlich vor. Denke mir, okay, ich glaube gar nicht, dass es dich gibt. Ich weiß auch gar nicht, wer du bist. Aber wenn es dich gibt, wenn du konkret bist, wenn du erfahrbar bist, dann will ich das wissen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Nichts, genau. Die schon ein paar Mal zugehört haben, wissen das. Nichts. Aber am Mittwoch ist was passiert, einen Tag später. Da bin ich wieder mit meinem Kumpel am Lernen und ein Mädchen aus unserer Stufe, die 9 Jahre lang gebetet hat, dass Leute zum Glauben kommen, die treffen wir zufällig. Und sie sagt, du gehst doch nach Afrika jetzt nach dem Abi. Habe ich gesagt, nach Afrika gehe ich doch nicht. Da gibt es nur christliche Organisationen, die ich gefunden habe. Mit Christen mache ich gar nichts. Ich ziehe nach Berlin. Und dann hat sie gesagt, warum? Also Berlin war für mich der Inbegriff von Freiheit und ich bin froh, dass ich in Berlin bin. Amen. Und sie kommt mit mir ins Gespräch und lädt mich im Endeffekt in einen Gottesdienst ein. Am Mittwoch für Sonntag. Und der Rest ist Geschichte. Ich habe mich einladen lassen, ich bin mitgekommen und ich habe an diesem Sonntag, 17. März 2002, so radikal Jesus erlebt und ihm mein Leben gegeben. Und es war nicht durch überredende Worte, sondern durch Erweisung von Geist und Kraft. Amen. Wisst ihr, an der Stelle ist mir dann klar geworden, in dem Jahr, bevor ich zum Glauben gekommen bin, meine Mom und mein Vater, die haben gebetet, aber nicht nur die. Ich war auf einer Studienreise im Oktober, also März habe ich mich bekehrt, hier vom Abitur nach Frankreich. Ich hatte Sachen vergessen, musste mit meiner Lehrerin sprechen. Es gab keine Plätze mehr im Reisebus, meine ganzen Kumpel saßen schon. Deswegen saß ich neben einem anderen Mädchen von einer anderen Schule. Wir kamen ins Gespräch und nachdem ich mich bekehrt habe, hat sie mir gesagt, ja, als ich mit dir diese Fahrt nach Paris hatte, dachte ich, weil die war Christ, das wusste ich nicht, Alter, der Typ braucht Gebet. Und dann hat sie angefangen, von dem Tag an für mich zu beten, dass ich Jesus kennenlerne. Dann hatte ich einen Job im Juli davor, einen Sommerferienjob, und mein Chef dort war Christ und der hat angefangen, für mich zu beten. Und dann gab es noch einen Nachbarn, der immer wollte, dass Menschen zu Jesus kommen, und dem habe ich erzählt, dass ich jetzt im Koran lese und mit Buddhisten unterwegs bin, und der hat sich gedacht, der braucht wirklich Gebet. Und das heißt, in den Monaten, bevor ich zum Glauben gekommen bin, hat Gott zig Leute angesprochen, dass sie anfangen sollen zu beten. Hey, Gebet macht den Unterschied. Amen. Ich möchte euch wirklich das sagen. Es gibt Momente, wo man so Lasten spürt, wo man plötzlich jemand in seinem Umfeld, in der Familie, Freunde, alte Freunde, Nachbarn, spürt, dass es einen bewegt. Dann geht ins Gebet. Geht mit, wenn der Geist Gottes in euch etwas bewegt, etwas in euch zustande bringt. Gott braucht unser Gebet. Unser Gebet ist nicht egal. Amen.
jetzt von den Tagen ein weiteres Zeugnis. Ich hoffe, dass wir ihn einladen können in die Gemeinde übers Jahr. Vielleicht schauen wir mal, an welcher Stelle. Ist ein radikaler Islamist gewesen. Im Sudan groß geworden, in einer Familie, die da engstens verknüpft ist mit allem Möglichen. Und er war in der Koranschule und hat als junger Mann so einen Hass in sein Herz gepflanzt bekommen. Er war voller Hass für Juden und voller Hass für Christen. Er hat gesagt, er war zerfressen von Hass. Sein größter Wunsch war, Juden und Christen zu vernichten als junger Mensch. Und in seiner Schule dann dort gab es einen Christen aus einem anderen Landesteil. Und sein größter Wunsch war, ihn zu zerstören und dafür zu sorgen, dass er ums Leben kommt. Und sie haben das geplant, er und seine Freunde haben ihn dann im Wald überfallen eines Tages, haben ihn komplett zusammengeschlagen, Arm, Bein gebrochen und ihn halbtot liegen lassen, da unter den Blättern im Wald. Und er war sich gewiss, dass er gestorben ist, hat ihn nie wieder in seiner Schule gesehen. Und dann ist in seiner Familie sein Onkel, der auch radikaler Islamist war, zum Glauben gekommen. Und das hat er schon gar nicht verstanden. Und dann ist der Sohn dieses Onkels aber todkrank geworden und es war klar, dass dieser Sohn stirbt. Und im Krankenhaus kamen dann zwei koptische Mönche. Und er sollte die reinlassen, hatte voller Hass, aber sein Onkel wollte das und dann gibt es ja Ehre auch in diesen, in diesen Kulturen noch mehr als hier. Und er lässt sie rein, lässt sie für sie beten und dann hat er beschrieben, ich habe ihn diese Woche getroffen, hat er gesagt, er hat noch nie Menschen so gütig und barmherzig beten sehen, noch nie. Die zwei koptischen Mönche beten für seinen Cousin und er hat er stirbt, er hat 4 Wochen die Augen nicht mehr geöffnet, ist im Koma. Nachdem sie Amen sagen, öffnet dieser Junge die Augen. Das hat ihn zutiefst bewegt. Die Gebetserhörung, aber auch die Liebe. Dann hat er sich von 18 Uhr abends bis 4 Uhr morgens mit denen unterhalten. Gibt sein Leben Jesus, der Rest ist Geschichte, er folgt Jesus nach. Die ganze Story will ich euch nicht erzählen, weil ich will, dass er sie hier erzählt. Auf jeden Fall ist er eines Tages dann an einer Universität im Nahen Osten in Kairo und lehrt dort als Professor, was er heute ist, also Professor der Theologie. Und dann kommt ein anderer Professor auf ihn zu und dann fragt ihn dieser andere Professor, weißt du, wer ich bin? Er sagt, keine Ahnung, wer du bist. Und sagt er, ich bin Zachariah, den du im Wald hast liegen lassen. Und ich habe jeden Tag gebetet, dass du gerettet wirst. So ist unser Gott. Du darfst klatschen, du darfst es auch wirken lassen, wie du willst. Sowas kann nur das Evangelium. Gott hört unsere Gebete und Gott handelt durch unsere Gebete. Amen. Als ich frisch bekehrt war, so 1,5 Jahre später, bin ich einen Monat ins Gebetshaus gegangen, auf den Ölberg. Und ich liebe es, wenn Gott in unsere DNA sowas reinlegt, dass wir wissen, dass wir was lernen. Ich habe das hier schon öfters erzählt, manche kennen die Story, manche noch nicht. Aber ich erzähle sie nochmal, einfach um das zu zeigen. Wir sind dort in diesem Gebetshaus. Ich bin am Lernen über Gebet Dinge zu begreifen. Und wir kommen morgens zu unserer Frühschicht dort zusammen um 7 Uhr. Und eine polnische Fürbitterin kommt und sagt, ich hatte heute Nacht einen Traum, es ist Freitag. Sie hat gesagt, ich habe den Tempelberg gesehen, wo am Freitag die ganzen Muslime versammelt sind, weil sie dort zum Gottesdienst kommen, also quasi in die Moschee. Und sie hat gesagt, ich habe geträumt, ich habe eine Litfaßsäule gesehen und auf der Litfaßsäule stand, dass es zu großen quasi Schaden kam auf dem Tempelberg. Man wusste nicht genau im Traum warum, aber dass viele Menschen ums Leben gekommen sind. Das hat sie geträumt in der Nacht. Und dann haben wir gesagt, okay, was will uns dieser Traum sagen? Auch das ist jetzt nicht unser Thema. Aber hey, wenn du träumst, Gott redet in Träumen auch manchmal in Rätseln. Und unsere Aufgabe ist es dann manchmal miteinander, mit Brüdern und Schwestern, aber auch mit dem Herrn zu ringen. Gott, was willst du mir durch diesen Traum sagen? Schreibt euch Träume bitte auf. Ich schreibe Träume immer auf. Jeden Morgen oder wenn ich aufwache, ich schreibe ihn gleich auf. Weil manchmal denkst du in der Nacht, ach, ich weiß ihn morgen früh noch, aber du weißt ihn nicht mehr. Also sei ein guter Haushalter, leg dir Papier und Stift ans Bett oder was weiß ich, irgendein Smartphone, wo du es aufschreiben kannst. Schreib das auf, was du träumst. Amen. Ich gehe immer wieder die Träume durch, die ich geträumt habe. Manche habe ich richtig vergessen. Und dann merke ich, oh wow, stimmt, das habe ich geträumt. Und manchmal sagt Gott mir dann was, manchmal bete ich drüber, dass ich die Antwort bekomme. Was willst du mir durch diesen Traum sagen? Also wir ringen dann morgens im Gebetshaus um die Bedeutung dieses Traums. Und wir kommen zu dem Schluss, dass Gott sagt,
dass wir gegen ein Erdbeben beten sollen, durch das dort viele Menschen sterben würden und quasi Schaden nehmen würden. Was wunderbar ist, so ist unser Gott. Ein Gott, der alle Menschen liebt. Amen. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er liebt sie alle, jedes Volk, jede Kultur, jede Religion, egal woher jemand kommt. Gott liebt alle Menschen und er ist um ihr Wohl besorgt. Amen. Das ist sein Herz. Also haben wir gebetet gegen ein Erdbeben, für Schutz, für Erkenntnis Gottes auf dieser Moschee, dass vielen Jesus dort erscheint. Kurz Klammer auf. Seit den 90ern wird für diesen gesamten Nahe Osten, Mittlerer Osten Bereich von den großen Gebetsbewegungen, Missionsbewegungen der Welt gebetet. Und wenn du mal hörst aus dieser Region, wie viel Hunderttausende und Millionen Muslime durch Träume und übernatürliche Begegnungen zu Jesus kommen, dann weißt du, was die Frucht von Gebet ist. Amen. Es geht heute nicht nur um Errettung, aber hey, deine Gebete für deine Familie, deine Gebete für unsere Stadt, für unser Land, Gebete für deine Firma, Gebete für Menschen, die dir am Herzen sind, Gebeten für Antworten, für Lösungen. Gott ist ein Hörer des Gebets. Amen. Klammer zu. Wir beten für Schutz gegen den Erdbeben, für Offenbarung Gottes. Es ist Freitagnachmittags. Ich gehe in die Stadt, nach Jerusalem runter. Wir schauen uns, wir besichtigen dort einen Ort. Als wir in der Stadt ankommen, unten, vielleicht anderthalb, zwei Stunden später, bebt die Erde in Jerusalem. Ein richtiges Erdbeben. Und die Treppe, die zum Tempelberg hochführt, wird so erschüttert, dass sie dann abgetragen worden ist. Bis heute steht dort ein anderes Konstrukt da bei der Klagemauer, was deswegen aufgebaut worden ist. Aber es gab keine Toten, niemand ist zu Schanden geworden, niemand ist kaputt gegangen. Hey, das ist Gott, der mit uns durch Gebet Dinge tun möchte. Amen. Dafür dürft ihr ihm einen Applaus geben. Amen. Ich möchte so fast in die letzte Kurve hineinkommen, noch ein paar Minuten. Ich möchte euch einladen, nicht nur zu beten, sondern auch manchmal radikal zu beten. Man kann es nicht eins zu eins so auslegen, aber in der Apostelgeschichte gibt es die Geschichte, da wird als erstes Jakobus verhaftet, der Bruder von Johannes, der damals mit die Gemeinde leitet, und er wird enthauptet im Gefängnis. Und dann sieht der König damals, dass es dem Volk gefällt, und deswegen lässt er als nächstes Petrus verhaften. Und dann heißt es folgendes, Apostelgeschichte 12, Vers 5, ihr seht es. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Manche sagen, weil bei Jakobus heißt es das nicht, dass das passieren musste, dass die Gemeinde plötzlich gemerkt hat, ey, wir müssen beten, wir können das nicht irgendwie so nebenbei lassen. Das kann man jetzt nicht eins zu eins sagen, ist das die Auslegung. Wir lesen bei Jakobus nichts von Gebet und Enthauptung, vielleicht ging es auch so schnell, dass sie gar nicht sich versammeln konnten. Aber wir lesen, dass kurz bei der nächsten Situation weiß die Gemeinde, wir müssen ins Gebet gehen. Und zwar nicht mal kurz eine Minute, sondern es geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Hey, ich möchte euch einladen, ich möchte euch herausfordern. Es gibt Seasons, die sind nicht nonstop und nicht immer, aber es gibt Momente, es gibt Zeiten in unserem Leben, für uns persönlich, für unsere Familien, für deinen Job, für dein Business, für deine Selbstständigkeit, aber auch für unsere Stadt, für unser Land, für die Gemeinde, fürs Haus Gottes, für die Mission, für Regionen, wo wir spüren, es reicht nicht, wenn wir kurz beten, sondern wir müssen richtig reindrängen mit Gebet. Und wenn du so etwas spürst, musst du dich dem hingeben. Oder andersrum gesagt, darfst du dich dem hingeben? Oder nochmal anders gesagt, solltest du dich dem hingeben? Ich habe es letzte Woche nach der Predigt angedeutet. Ich habe während Covid, gab es zwei oder drei Situationen, ich bin mir nicht ganz sicher. Zwei auf jeden Fall, eigentlich denke ich, es sind drei, aber die dritte kommt mir gerade nicht. Also auch jetzt über die Woche, als ich drüber nachgedacht habe, nicht. Gab es zwei auf jeden Fall Situationen, wo ich eine Nachricht bekommen habe, nachts und einmal früh morgens, dass jemand in der Intensivstation im Sterben liegt. Es ist klar, er stirbt, die Ärzte können nichts mehr tun. Die Familie ist da, um sich zu verabschieden. Die Person wird sterben, es ist nicht mehr zu wenden. Beim einen Mal war es spät abends, ich kam gerade nach Hause, vielleicht halb elf, hatte einen super langen Tag. Kennst du das? Super langer Tag? Arbeit? Kennt das jemand? Ja. Ich habe mich richtig gefreut aufs Bett. Kennt das auch jemand? Also wenn du über, weiß nicht, 20 bist oder so, kennst du das? Als Neunjähriger kannst du dir das nie vorstellen, dass du irgendwann mal gerne Mittagsschlaf machen möchtest. Und dann lese ich das, ich komme an zu Hause, lese das und spüre so, oh,
Also eigentlich will ich jetzt pennen. Zweitens, morgen beten ist irgendwie nicht die richtige Antwort. Kurz beten ist auch nicht die richtige Antwort. Ich muss jetzt beten. Dann wusste ich aber auch, der nächste Tag ist so voll. Kennst du das, wenn deine Gleichung, und du merkst, oh, das geht aber jetzt eigentlich nicht. Hey, das ist etwas, was für die westliche Welt so wichtig ist. Das ist diese Komfortzone. Wir hören das oft so, raus aus der Komfortzone. Und es gibt bestimmt andere Punkte. Aber da ist es wirklich wahr. Das ist nicht so dieses Bashing, hey, wir müssen raus, hey, ihr, weil ich liebe uns als Gemeinde. Ich liebe, wie wir dem Herrn nachjagen. Ich bin super dankbar, wie wir gemeinsam dem Herrn nachjagen. Mit dem Hunger, mit der Leidenschaft und mit dem Hunger, den wir haben. Wirklich, ich bin Gott zutiefst dankbar für das, was er uns in uns tut. Aber das sind so Momente, wo wir noch nicht stark sind als Haus Gottes. In diesem anhaltenden Gebet manchmal, wenn es jetzt drauf ankommt. Und ich habe gemerkt, okay, ich muss jetzt beten. Und bin in mein Haus gegangen. Und habe einfach angefangen, in Sprachen zu beten, zu flehen. Über eine lange Zeit, ich weiß nicht wie lange, bestimmt 2-3 Stunden in die Nacht hinein bin ich gelaufen, habe mich hingesetzt, habe weiter gefleht. Und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt ist es durch, es ist alles gesagt. Ich habe flehend, ich habe im Geist, ich lehre jetzt nicht über Gebet. Aber ich wusste innerlich, jetzt ist es okay. Am nächsten Morgen höre ich, dass die Ärzte sagen, und ich sage nicht nur, dass es mein Gebet war, weil dort haben sie auch gebetet und andere, die Betonung ist jetzt nicht mein Gebet. Die Betonung war, wir brauchen manchmal anhaltendes Gebet. Aber am nächsten Morgen hat sich die ganze Situation wie durch ein Wunder gewendet, die keiner wirklich versteht. Die Person ist komplett gesund geworden und nach, ich weiß nicht mehr wie lange, eine Woche später oder 10 Tage später aus dem Krankenhaus entlassen worden, lebt bis heute und ist kerngesund. Lass uns mal dem Herrn einen Applaus dafür geben. Wir brauchen manchmal anhaltendes Gebet. Das andere war ein Geistesgebet, auch Covid. Ich sitze im Auto, ich sehe genau, wo bei mir in der Stadt, wo ich wohne, also hier am Rand von Berlin, ich höre diese Nachricht ab als eine Sprachnachricht im Auto und während sie auf mich kommt, kommt ein Geistesgebet auf mich und ich fange an, der Römerbrief sagt, es gibt manchmal ein Gebären im Geist, ein Stöhnen im Geist, unaussprechliche Worte sagen, und so weiter und so fort. Ich mache es jetzt nicht vor, aber das ist biblisch. Aber ich sitze im Auto, Tränen überströmt. Und dann stehe ich an der Ampel und dann sehe ich, ich glaube links von mir, oder wie der vor mir in seinem Rückspiegel mich anguckt. Und dann so, gut. Dann die Momente, wo du denkst, egal, einfach drin bleiben. Einfach drin bleiben. Ich wusste danach, das Ding ist durch. Das waren keine 5 Minuten. Da habe ich dem aufgenommen. Und ich sage, hey, ich weiß Gott und habe das prophezeit, was ich im Gebet gespürt habe. Die Person ist komplett gesund geworden und geheilt worden. Das war wirklich flehendes und Gebet der Gnade. Die Band kann nach vorne kommen. Ich möchte mit dieser Bibelstelle enden, Jakobus 5, Vers 14, bitte die Folie, das heißt einmal überspringen. Genau. Lass uns das einmal gemeinsam kurz lesen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Jetzt wichtig, 15 ist das Entscheidende. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Ich sage nur 3,5. Und dann betete er wieder und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Einmal kurz hier das wirken lassen. Da ist ganz viel drin. Ich möchte es damit nur abrunden. Ich lasse ein paar Sachen aus. Auf dem Skript für euch alle in der App, wenn ihr weiter reingehen wollt, gibt es noch mehr Bibelstellen. Auch am Livestream unter beim YouTube-Link könnt ihr das Skript und weitere Bibelstellen anschauen. Ich möchte es aber damit heute abschließen. Es ist das Gebet des Glaubens.
Um glauben zu können, das Wort Glauben hat was mit Vertrauen zu tun. Vertrauen ist keine Leistung, sondern Vertrauen hat damit zu tun, dass du eine Person kennst. Ich sage das Beispiel oft, wenn meine Frau mir sagt, ich hole dich ab, oder ein guter Freund sagt, ich rufe dich an, da brauche ich nicht denken, na, hoffentlich ruft sie an, oder hoffentlich holt sie mich ab, hoffentlich ruft er an, oder dieses oder jenes, sondern du weißt, du vertraust der Person, so ist es. Also Vertrauen ist nicht etwas, was du produzierst, sondern es hat mit Beziehung zu tun. Als Jesus zu Lazarus ans Grab kommt, da sagt er, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und dann sagt er, sage ich nur, damit ihr es hört, weil ich weiß, dass er mich erhört hat. Also Jesus weiß, wer sein Vater im Himmel ist. Und wir lesen hier, das Gebet des Vertrauens hat viel Kraft. Das heißt, es geht nicht nur ums Reden, sondern wirklich um diese Beziehungsebene zu Gott, zu der du eingeladen bist, deinen König, deinen Gott zu kennen, das Buch zu kennen, um zu wissen, ja, was ist denn möglich? Was will denn Gott? Was ist denn dran? Kann man für ein Telefon, kann man für eine Wohnung, kann man für ein Haus, kann man für einen Partner, kann man für Kinder, kann man für Heilung, kann man für einen neuen Job, kann man für Job Security oder Durchbrüche im Job oder mehr Aufträge, kann man dafür beten? Kann man beten, dass ein ganzes Stadtviertel transformiert wird? Kann man beten, dass Islamisten zum Glauben kommen? Für was kann man eigentlich beten? Dazu musst du den König kennen und das Buch kennen. Du musst wissen, was ist drin. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 7, wenn du in mir bleibst, wenn meine Worte in dir bleiben, dann wirst du beten, was du willst. Und es wird geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht. Hey, das verherrlicht Gott, wenn du Gebetserhörungen erlebst. Wie? Wenn du in mir bleibst, sagt Jesus. Wenn du weißt, wer ich bin, wie ich tick, was mir wichtig ist. Wenn du das Buch kennst, wenn meine Worte in dir bleiben. Auch die prophetischen, die ich gesprochen habe. Über deinem Leben, über deiner Familie, über deinem Haus, über dem Campus, über diesem Ort, über dieser Stadt. Wenn die Worte der Prophetie, wenn die Zusagen in dir bleiben und du ihn kennst, du wirst bitten, was du willst. Das ist fast ein Blankoscheck, wenn es nicht eine Voraussetzung gäbe. Aber mit der Voraussetzung ist es ein Blankoscheck. Das Gebet des Gerechten, das Gebet des Glaubens vermag viel. Und jetzt, Elia, das mag ich. Ich finde das so stark, dass Jakobus uns das wissen lässt. Elia war jemand so wie du und ich. Gemütsbewegungen. Das heißt, er hatte gute Tage, und hat auch echt herausfordernde Tage gehabt. Kennst du sowas? Himmelhoch jauchzend, voller Glauben, am nächsten Tag, oh, herausgefordert, bedrängt und verunsichert. Ey, Elia war so wie du. Aber Elia hat gehört, was Gott will. An einer Stelle, es soll nicht regnen, an anderer Stelle, es soll regnen. Und er betete inständig. Was dort wörtlich steht, er betete betend. Er betete mit Gebet. Das ist, was dort steht. Er betete betend. Das Wort inständig ist betend beten. Das heißt, er ist richtig reingegangen. Er ist nicht zurückgewichen. Gott möchte uns eine Gnade geben, dass wir wissen, dein Gebet macht einen Unterschied. Und Gott möchte, dass wir lernen, auch inständig zu beten und richtig dran zu sein. Amen. Lasst uns mal aufstehen. Wir legen das Zitat, letzte Folie nochmal auf von Sam Storms. Lass niemals zu, dass du durch folgende Gedanken getäuscht wirst, als ob dir Gott ohne Gebet das geben würde, was er versprochen hat, nur durch Gebet zu geben. Jesus, danke für dieses unglaubliche Privileg, dass du uns als Partner siehst, die mit dir gemeinsam dein Königreich auf Erden sichtbar machen. Nein, sogar als Coworkers oder Miterben. Als Vater kann ich das so nachvollziehen, dass ein Punkt kommt, wo du deinen Kindern sagst, ey, nee, das sind meine Möglichkeiten, das ist das Auto, das Haus, die Gelder, nutze es. Das tust du, wenn du ihnen vertraust. Du sagst, nee, nutze es, weil du weißt, die Art und Weise, wie sie damit umgehen, ist gut. Sie bringen das voran, was dir entspricht, was der Wahrheit, dem Licht, dem Leben entspricht. Gott möchte, dass du zu so einer Person wirst, die ihn so kennt und so an ihm dran ist. Und durch dein Gebet soll in deinem Haus, deiner Familie, deinem Umfeld Dinge passieren. Lass uns gemeinsam in ein Lied hineingehen, irgendwie um Gott die Ehre zu geben. Aber dann auch, um zu schauen, Gott, was sagst du zu mir heute? Schau mal, wenn du diese Predigt jetzt hörst, geht es darum, überhaupt zu beten? Geht es darum, diese falsche Souveränität durchzustreichen? Ja, aber Gott will, macht das eh. Geht es um eine Gnade, inständig beten zu lernen, dran zu bleiben? Geht es darum, zu wissen, ja, was geht eigentlich? Für was kann man eigentlich beten und bitten? Nimm dir einen Augenblick
und schau, Herr, was ist für mich heute dran und was ist für mich wichtig. Und wir gehen gemeinsam in ein Lied und dann bete ich und dann gehen wir, runden wir den Gottesdienst ab. His name is His name is wonderful, Counselor, Almighty God. His name is Jesus. His name is Jesus. His name. There's only one strong enough to say. There's only one who overcame the grave. There's only one who's worthy of all praise. And in his head the keys of death and hell, and in his name a power that can heal, and by his blood sins are washed away. Son of man, coming on the clouds, the trumpet sound, and every knee will bow, tongue confess, name above all names. Omnipotent, he is wonderful,
He's radiant. You're mighty God. He is. He's counselor. He's mighty God. He's a prince of peace. And the omnipotent. He's wonderful. He's radiant. The only Jesus, wir rühmen dich, Jesus, wir ehren dich, wir rühmen dich für alles, wer du bist und wie du bist. Herr, danke für dieses unglaubliche Privileg, dass du der Hörer des Gebets bist. Im Alten Testament ist diese Frau Hanna und sie ringt, weil sie bekommt kein Kind und sie gießt, sie schüttet ihr Herz vor Gott aus und Gott erhört sie. Gott liebt es, auf unsere Gebete, auf unser Flehen, auf unser Ringen, auf unser Bitten und Betteln und Verzehren zu reagieren. Gott liebt es, auf dich zu hören und dir zu helfen. Bevor wir da weiter reingehen, ich möchte heute zu denen sprechen, jetzt für einen Augenblick, die hier sind, vielleicht als Gast, das erste Mal oder schon mehrfach. Und vielleicht glaubst du an Gott, deswegen bist du auch in einem Gottesdienst, aber du hast noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen, mit Gott zu leben und Jesus nachzufolgen. Und das ist eins unserer Gebete. Wir beten, dass Menschen gerettet werden durch Jesus. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, damit wir nicht verloren gehen, sondern die Bibel sagt, alle, die an ihn glauben, alle, die glauben, dass Gott in Jesus bezahlt hat, alle, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, die bekommen ewiges Leben. Die gehen nicht verloren, sondern die bekommen ewiges Leben, denn ihre Sünden werden vergeben, die bekommen einen Neuanfang und Gott fängt an, in ihrem Leben spürbar und sichtbar wirksam zu werden. Die Bibel sagt, es ist ganz real eine neue Geburt, ein richtiger Neuanfang, nicht nur symbolisch, sondern man fängt ganz von vorne an. Und ich möchte dir die Chance geben, wenn du diesen Neuanfang brauchst, wenn du sagst, ja, ich möchte nicht mehr ohne Gott, sondern mit Gott leben. Und ich möchte, dass das, was zwischen Gott und mir steht, das, was mich trennt von Gott, dass es weggenommen wird. Und du sagst, ja, ich brauche Vergebung für mein Leben. Da möchte ich dich einladen, einfach diese Entscheidung heute zu treffen und einfach mal deine Hand auszustrecken. Vielleicht können wir das Licht nur einen ganz kleinen Hauch heller machen. Einfach deine Hand nach oben zu strecken und zu sagen, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte einen Neuanfang wagen. Vielen Dank. Egal, wo du bist, streck einfach deine Hand nach oben. Sag, ja, ich brauche das. Ich möchte das. Ich brauche Vergebung der Sünden. Ich brauche einen Neuanfang. Einfach deine Hand nach oben und sag, ja, hier bin ich. Vielen Dank. Nee, von niemandem. Ist völlig egal, was links und rechts denkt. Wenn du das merkst, ja, ich möchte nicht mehr ohne Gott leben, sondern mit Gott, dann ist jetzt so der Zeitpunkt. Man spürt es in seinem Innersten. Man spürt ganz oft, dass das Herz klopft und man merkt, ja, das möchte ich. Und lass dich davon nichts abhalten. Wir sagen auch, an diesem Ort kann nichts das abhalten, wenn du heute eingeladen bist, diese Entscheidung zu treffen. Ich gebe euch noch einen Moment, einfach schön nach oben die Hand. Alle, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben und treffen wollen. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn du noch da bist, streck einfach deine Hand aus. Danke. Yes. Okay, und jetzt lass uns einen Moment geben. Die Bibel sagt, dass wir diese Entscheidung, wir treffen die von Menschen, das habt ihr gerade, ihr habt ja gesagt, das möchte ich. Und dann sagt die Bibel, wenn wir das mit unserem Mund bekennen, und das wollen wir jetzt einmal gemeinsam beten, Gott das einfach ausdrücken. Aber wir beten alle zusammen, auch die, die wir schon mit Jesus leben, um es allen anderen einfach zu machen, wenn ihr einfach einen Augenblick mir nachbetet. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mich liebst.
Danke, dass du mir einen Neuanfang schenkst. Das ist, was ich brauche. Ich möchte nicht mehr ohne dich leben, sondern mit dir. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte wissen, was dir wichtig ist. Ich möchte auf deinen Wegen gehen. Jesus, erbarme dich meiner. Vergib mir all meine Schuld. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du gestorben und auferstanden bist. Und ich bitte dich, nimm mich an. Du sollst mein Herr sein. Ich bete das in deinem Namen. Amen. Komm, lass uns dem Herrn einen mächtigen Applaus geben. Jesus, wir rühmen dich, wir danken dir, dass du der Retter Gott bist. Und jetzt, seid gar nicht schüchtern oder scheu, sondern wenn du deine Hand gerade ausgestreckt hast oder das bewusst mitgebetet hast, komm einfach hier nach vorne zum Kreuz. Da ist ein kleines Team von uns, die möchten dich segnen, die möchten für dich beten, die möchten dir was schenken, sagen, wie man weiter mit Jesus leben kann, ihm nachfolgen kann. Keine Sorge, aber man folgt Jesus nicht alleine nach. Seid richtig mutig, kommt einfach aus den Reihen raus und kommt hier ans Kreuz. Da könnt ihr einfach mit denen reden und einfach auch eure Fragen stellen, aber auch einen richtigen Segen empfangen. Wenn jemand dich mitgebracht hat oder du jemanden mitgebracht hast, der die Hand ausgestreckt hat und er sich ein bisschen unsicher ist, hilf einfach der Person hier nach vorne zu kommen. Jetzt bete ich hier nach vorne, dass alle aus dem Ministry-Team kommen, die mitbeten können heute. Alle, die da sind, viele sind heute nicht hier. Das heißt, wenn du da bist und Teil unseres Ministry-Teams bist, komm gerne nach vorne. Wir machen jetzt hier einen Übergang. Der offizielle Gottesdienst ist